schon mal arbeiten. Ne? Vielleicht, wenn ich mir da ein Bild von dir hinhänge. Vielleicht sagen wir wirklich einfach irgendein Bild, ein Helmut-Kohl oder so. Also unser Fixpunkt, damit wir uns auf die Kamera konzentrieren, dann so ein festes Porträt von Helmut Kohl. Oder Hitler. Ich fände es gut. Ich fände es sehr gut. Ich hatte im Vorhinein ganz viele coole Ideen, wo ich mir gedacht habe, kann man das machen? Kann man das in Salzburg bringen? Oder kommt dann der Mob mit dem Mistgabel? Man kann ja tatsächlich überlegen, dass man da verschiedene Bilder hinhängt. Und dann, dass man dann irgendwie nach so einer Staffel, nach 10 Sendungen oder sowas raten lässt, welches Bild da hängt. Weil ich glaube, das auch abfärbt auf die Stimmung der Sendung, sage ich mal. Ja. Und eine Sendung, wo der Hitler da hängt, anders ist als eine Sendung, wo Ali Schwarz. Naja, vielleicht auch nicht. Hitler nicht auch nicht. Filmst du eigentlich schon? Ach, dieser Hitler. Oh Gott. Ich habe eine neue Kaffeemaschine. Wie schmeckt dir der Kaffee? Geht so. Wir können ja mal versuchen, hier reinzustarten, was wir denn hier tun. Es ist relativ offensichtlich, was wir hier tun. Ich denke, das reicht. Ja, wir sind hier bei, wie nennen wir es eigentlich, WASTV, via Salzburg TV, WASTV. Was TV? Was TV. Zur zusätzlichen Verhörung. früher hieß das ja mal, als wir uns noch Mühe gegeben haben und Beiträge gemacht haben und so weiter, die große Via Salzburg Show. Ja, die legendäre Via Salzburg Show, auf die uns in den letzten 3 Jahren viele angesprochen haben, gesagt, warum macht ihr das nicht mehr? Mich hat niemand angesprochen. Das war so ein höchst erfolgreiches, sympathisches, charismatisches, professionelles Format. Ja, nein, der ganze Hintergrund ist eigentlich, um jetzt mal diese, mit dieser Legende aufzuräumen, wir haben uns einfach zwei so Lichter gekauft, so Kameralichter. Für 70 Euro. Ja, jetzt müssen wir auch was filmen. Genau. Deine Kamera beamt was. Ja, Butter bei die Fisch. Herzlich willkommen zu Was TV. Ja, wir werden in regelmäßigen Abständen versuchen, dieses Format zu machen. Ich hätte ja gesagt, täglich. Ja, so, ich hätte ja gesagt, alle 14 Tage. Das Problem ist nur, ich muss immer mein Wohnzimmer komplett umräumen und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Dein Wohnzimmer? Du meinst unser hochprofessionelles Studio? Unser Studio, genau, unser Studio. Ich hätte Studio angemietet. Ja. Wo sind wir? Moment, wir müssen es muss jetzt zuerst das Logo eingeblendet werden und zwar jetzt. Wir sind beim Eurovision Song Contest. Heide Witzka. Ich gleich ein bisschen verschluckt direkt. Aber du musst mir das Logo bitte noch machen, dass wir das dann auch eingeblendet haben jetzt gerade. Ich muss ein ESC-Logo machen. Bitte, was? Ja. Eurovision Song Contest. Ich bin ein riesengroßer Eurovision Song Contest-Fan. Fick dich weg mit deiner dummen Scheiße. Das interessiert mich nicht. Ich habe ja auch letztes Jahr das erste Mal den ESC geschaut. Es war genauso furchtbar, wie ich es mir vorgestellt habe. Sensationell, sensationell. Dänemark im Prinzip am Rande der Staatspleite aufgrund der riesigen Bühne. Also im ursprünglichen, in der ursprünglichen Auswahl waren 2 Salzburger Bands dabei. Also der Herr König redet jetzt gerade vom österreichischen Vorentscheid. Es gab 2 Salzburger Teilnehmer, das eine war der Renato, der Renato Unterberg. Das andere waren die Makemakes. Der Renato hat es keine Runde weiter geschafft, die Makemakes schon mit ihrem Song Million Euro Smile. Die ich ein bisschen holprig finde, vom Titel her. Million Euro Smile. Ja, weil man automatisch an Dollar denkt. Ich finde alles holprig, was auf Englisch ist. Also von daher bin ich da. Du bist ein bisschen so ein deutscher Typ, ne? Million Dollars. Euro. Ach, scheiße. Aber siehst du, hast direkt Makemakes gefunden. Wenn jetzt Smile Million gibt's. Dollar Smile the Makemakes. Ja. Ach, mit dem treten die an? Das war das jetzt auf jeden Fall, was sie gespielt haben. Ach so, nee, das, was sie jetzt gespielt haben, das ist noch nicht das. Song. Ja, genau. Okay, genau. Ich lerne hier. Wir können das auch mal kurz anmachen. Der Vergleich, den ich zu den Makemakes in den letzten Jahren immer gehört habe, ist Maroon 5. Musikalisch, was ja erstmal nicht für die Band spricht. Nee. Ich persönlich finde die sehr sympathisch. Wer jetzt Maroon 5? Die Makemakes finde ich super sympathische Band. Es sind viele Fakten in dieser Band, die, wenn ich das nur so lesen würde, würde ich sie wahrscheinlich von dem Augenblick nicht hassen. Sie haben ja zum Beispiel auch John Bon Jovi supported in Wien. Ja, wobei das finde ich, das lässt eine Band bei mir steigen schon wieder fast. Das ist fast schon wieder geil. Man muss für eine Show in Wien John Bon Jovi supporten. Man muss wissen, wo man hin will. Also wenn ich mich jetzt irgendwie als kredibile Rockband abfeiere, wie das ja John Bon Jovi auch selber tut und dann aber so Musik macht wie John Bon Jovi, dann ist das eine ganz schwierige Kombination. Wenn ich jetzt eine Band bin, die sagt, ich will erfolgreich sein, ich will die Hits schreiben, ich will in den Ohren der Leute sein, ich will auf Ö3 laufen, ich will ganz scheiß, ich will die Kohle, ich will die Teenies, dann sehe ich da kein Problem mit. Aber so Flammentattoo-Leute, die sich dann einreden, sie werden noch kredibil, wenn sie beim ESC spielen, schwierig. Ja, Renato gefällt mir sehr gut, verstehe aber, warum man bei einer Veranstaltung wie der ESC nicht weiterkommt. Finde ich auch, ist kein erfolgsversprechendes Rezept für so eine Veranstaltung.
Ich weiß auch gar nicht, welchen Song er gespielt hat. Ich habe im Ticker nur die Tom Waits-Vergleiche gelesen. Also kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel dieses Pushing It war. Ist ein schwieriger Song. Ja. Also das Love würde. Vielleicht hat er auch das gespielt, dann weiß ich nicht, wo der Tom Waits-Vergleich herkommt, weil diese Laufnummer ist eher eigentlich so ein Randy Newman-Ding. Und das könnte, wie ich mir wieder vorstellen, dass das funktioniert. Randy Newman, großen Monk, hast du Monk gesehen? Siehst, du siehst mich hier völlig ahnungslos. Hast du Monk gesehen? Nein. Randy Newman hat das nicht. Daher kennen es die meisten, Randy Newman hat ganz andere große Hits gekriegt. Aber das war dieser Vergleich, den ich immer im Kopf hatte, als ich diese Nummer, das war ja so die erste Auskopplung, glaube ich. Ist auch egal. Ich habe was vorbereitet und zwar ist mein Lieblingsmedium bei Salzburg 24. Ich habe mal die schönsten Überschriften der letzten 14 Tage zusammengesucht und möchte sie dir einfach mal vorlesen. Riesiges Loch im Gehsteig verschluckt zwei Menschen. Hast du Hintergrundinformationen zu diesen... Nein, ich habe die Artikel extra nicht gelesen. Salzburg 24 macht ja international Berichterstatter. Ne? Das sind nein, also diese ganzen obskuren Meldungen... Das war jetzt 24. Schon mal direkt interessant, ob in Salzburg irgendwo zwei Leute in einem Loch gefahren sind. Also ich habe das Bild gesehen, da ist mein Gehsteig und da war ein Loch drin und da sind dann... Riesiges Loch im Gehsteig, ja, gut, zwei Menschen. Verschwörungstheoretiker-Material. Ich habe noch keine dazu gelesen, aber ich nehme an, es gibt sie schon. Sehr passend wäre natürlich zur Hohlerde und den Reptilienmenschen, die darin leben. Tiger stürzt aus Wolkenkratzer in den Tod. Also jetzt, Transport würde ich auf jeden Fall. Also das Tier sollte vielleicht von einem Freigehege in einen Zoo transportiert werden oder umgekehrt aus dem Zoo wieder in die Wildnis. Über einen Wolkenkratzer. Achso, es ist. Nee, wie ist er abgestürzt? Tiger stürzt aus Wolkenkratzer in den Tod. Ich hab Flugzeug noch. Wie kommt denn der Tiger? Also der Fahrstuhl wahrscheinlich. Aber warum? Ja, aber das kann doch schon wieder irgendeine Geschichte nur sein, die mit irgendwelchen reichen Leuten und Kokain zu tun hat. Da, das ist die Meldung. Kommen reiche Leute und Kokain drin vor? Das wäre meine Frage. Das wäre doch mal mindestens ein Pluspunkt, oder? Wir lösen das Ganze jetzt mal auf. Ein junger Tiger ist in der ostchinesischen Großstadt Pingdu aus einem Wolkenkratzer in den Tod gestürzt. Wie die staatliche Zeitung Peninsula City am Mittwoch berichtete, entdeckte ein Paar auf dem Heimweg das tote Raubtier in der Nähe des Hochhauses. Die Polizei vermutet, dass das riesige Feuerwerk zum Jahreswechsel den Tiger in Panik versetzte. Das Tier sei offenbar aus einem Käfig ausgebrochen und dann in den Tod gestürzt. Ja, aber was macht der im Käfig da oben? Das wird nicht erklärt. Ja, Wahnsinn, das ist doch das Einzige, was einen interessiert, oder? Meine Theorie, ihr könnt das da gerne mal drunter posten, Hashtag toter Tiger oder so, was weiß ich. Mich würde interessieren, ob ich da richtig liege. Ich sage ja reiche Menschen und Kokain. Frau will Freund Penis abbeißen. Passiert, shit happens. Megabus befreit Auto von Schnee. Oh, das Video habe ich gesehen. Es ist höchst unspektakulär. Ja, ich denke es mir. Ja. Gut, so viel dazu. 50 Shades of Grey. Mexikanerin masturbiert im Kinosaal. Das habe ich mitbekommen, so am Rande. Die wurde ja dann gegangen aus dem Kinosaal. Wenn du das geil findest, glaube ich, was da passiert, dann hast du einfach kein Sexualleben. Also hast du ein Sexualleben vom Schwamm. Das ist doch diese Frau, die nicht schreiben kann und die hat doch dann in irgendwelchen Foren hat sie doch so Fan-Scheiße geschrieben. Ursprünglich war es tatsächlich... Wie nennt man das? Fanfiction. Fanfiction. Tatsächlich war ursprünglich genau dieses Buch eine Twilight-Fanfiction. Das muss man sich mal vorstellen, eine Fanfiction. Also Twilight, Twilight mit Fesselsex, das ist doch... Oh Gott! Das sind ja dann immer diese Leute, die da eh schon psychisch ein bisschen Schwierigkeiten, also sagen wir, Schwierigkeiten mit ihren Sozialkompetenzen haben, wie man drauf ist, dass man in so einer Twilight-Story lebt. Twilight, fürchterlich, Fanfiction, fürchterlich, 50 Shades of Grey, fürchterlich, schlimme, ganz, ganz schlimme Autorin, schlimmer Regisseur, fürchterliche Schauspieler, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Guck mal, das hier hinten läuft nicht mehr. Guck mal, das sieht aus wie ich. Bist du das? Nein. Das ist das Nike-Shirt. Der Arne ist auf dieser wahllosen Internetaufnahme von einer Zugfahrt von Salzburg nach Freilassing drauf. Ich habe im Internet hab ich ein Video gesucht, was ich hier im Hintergrund laufen lassen kann. Und das ist tatsächlich die Führerstandsmitfahrt von Freilassing nach Salzburg. Völlig willkürlich, habe ich heute Morgen runtergeladen. Und wir haben vorhin festgestellt, dass ich da auf einmal drauf bin. Das ist sogar das T-Shirt, ja? Das ist sogar das T-Shirt. Dann schalte ich nochmal hin. Und her. Und hin. Und her. Genau. Ja, alles gibt einen Gott. Ich hätte gerne noch einen Kaffee.